Kaschen, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Gewonntag. Ich weiß, ich bin diesen Sonntag sehr, sehr spät dran, ne? Und ich weiß, dass dieses Mikrofon einen wunderschönen Klang produziert. Aber es ist halt so, wie es ist. Ich war ja aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, auf der RPC teilzunehmen. Ich habe mir gerade noch das Streamende angeguckt von dem Event. Ich bin da sehr, sehr traurig drüber, dass es bei mir nicht geklappt hat, da mitzufahren. Ich habe mich da tierisch drauf gefreut auf das Event und ich glaube, ich hätte auch durchaus dazu beitragen können, dass es ein geiles Event wird, beziehungsweise noch geiler, als es jetzt schon war. Und es ist sehr, sehr schade, aber manchmal macht der Körper halt Sachen, die man so nicht voraussehen kann. Und es war mir halt einfach nicht möglich, aus den Gründen an der RPC teilzunehmen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt heute mit diesem wunderschönen Mikrofon rede, weil ich in Zukunft nicht mehr in der aus gesundheitlichen Gründen quasi keine Headsets mehr tragen soll. Ich habe ein sehr, sehr interessantes linkes Ohr, was, sagen wir es mal so, seit frühester Kindheit richtig im Arsch ist. Also es ist einfach kein Ohr mehr. Es sieht nur noch aus wie ein Ohr von außen. Innen drin ist es zu 80% Porzellan. Und damit habe ich immer wieder Probleme. Und ich muss jetzt auf Headsets verzichten in naher Zukunft. Und deshalb sitze ich jetzt halt hier mit diesem 5 Mark Mikrofon, weil es das Einzige ist, was ich noch zu Hause hatte. Und damit muss ich jetzt erstmal in naher Zukunft klarkommen, bis ich mir irgendwie equiptechnisch im Büro und bei mir hier zu Hause wieder was eingerichtet habe, was halbwegs gut sich anhört. Ja, ich werde nächste Woche aber wieder ganz normal meiner Arbeitstätigkeit nachgehen können, also keine Sorge. Ich nehme jetzt Tablette A und Tablette A hat Nebenwirkung und dafür muss ich jetzt Tablette B nehmen und noch Gel Nummer C. Und alles in allem geht es mir schon zum Glück sehr viel besser. Dank der ganzen Pillen und Cremes und bla, also es ist ja auch egal, wollte da gar nicht so genau wissen, aber es war schon ein anstrengendes Wochenende für mich und ich hoffe jetzt einfach, dass es dann demnächst bald besser wird, beziehungsweise ist es jetzt zum Glück schon besser geworden. Und damit komme ich jetzt noch kurz auf zwei Themen zu sprechen, die ich sehr positiv fand. Zum einen die Wargaming Grand Finals dieses Jahr mit dem europäischen Team Ding. Wahnsinn, genial. Kassner Crew dafür leider ein bisschen abgekackt. Aber alle drei europäischen Teams haben es immerhin in die Playoffs-Phase geschafft. Und das zeigt schon, wie stark Europa in World of Tanks ist. Im Vergleich auch gerade zur russischen Szene haben wir da deutlich zugelegt. Sehr geil also. Ich glaube, das Finale gucke ich mir gleich auch noch an. Und die zweite Sache, die ich als sehr, sehr positiv empfunden habe, ist, wie ihr größtenteils auf mein kritisches Video bezüglich Surfosh und Wargaming etc. reagiert habt. Da habe ich mit sehr, sehr viel mehr Flames gerechnet tatsächlich, weil ich ja durchaus auch Teile der Community angegriffen habe, beziehungsweise kontroverse Themen aufgebracht habe. Und da war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie viele Menschen da mir zugestimmt haben und mir Recht gegeben haben, beziehungsweise mit mir einer Meinung waren. Das fand ich sehr cool. Danke dafür, dass ihr mich da so unterstützt habt in meiner Meinung. Und vielleicht haben wir ja Glück und können tatsächlich noch was erreichen in unserem Lieblingsspiel. Ansonsten wird es halt für manche wahrscheinlich ein bisschen düsterer. Ihr seht es ja an mir, ich spiele zurzeit auch immer weniger World of Tanks aus besagten Gründen. Und ich hoffe, dass sie da mal wieder die Kurve kriegen, sodass es uns allen wieder mehr Spaß macht. Wäre ja eine schöne Sache. Ja. Und soweit würde ich sagen, habe ich die Themen jetzt alle durch. Nächste Woche, was kommt, keine Ahnung. Bin ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Wird eine anstrengende Arbeitswoche. Ich habe ein bisschen was aufzuholen. Vom Wochenende, da habe ich ja nicht wirklich arbeiten können. Da werde ich ganz schön viel zu tun haben. Schauen wir mal, was kommt. Schaltet morgen auf jeden Fall ein in der Games Night. Da werden wir euch über den aktuellen E-Sports wieder auf den neuesten Stand bringen. Was war los am Wochenende in puncto richtig geil im E-Sport. Und dann wird man mal sehen, wie die Woche so läuft. Fürs Erste war es das mit meinem Gewonntag. Entschuldigung, dass ich erst so spät dazu gekommen bin. Und Entschuldigung für die endlos geile Soundqualität. Booyah Kazam. Bis zum nächsten Mal.